Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan. Hallo und herzlich willkommen zu Radio Taiwan International mit dem Reisemagazin Reisen in Taiwan. Am Mikrofon begrüßt Sie Kirill und ich habe niemand Geringeren als meinen Bruder Tino als Gesprächspartner vorgeladen. Tino, du hattest schon mal ein Interview vor anderthalb Jahren. Da hattest du über Geelong oder Keelong, wie man es nennt, geredet. Und dieses Mal hast du dir eine andere Großstadt Taiwans ausgesucht. Das ist Kaohsiung, ja. Kaohsiung, ganz im Süden gelegen, auch so ein bisschen so der Gegenpol zu Taipei, möchte man sagen. Und also du bist wahrscheinlich eher so ein Stadtmensch, der den Trubel liebt, anstatt das Entlegene. Jetzt zum Beispiel die entlegenen Inseln in Taiwan, die waren ja immer eine populäre Wahl bei manchen Gesprächspartnern. Du bist eher auf die Städte fokussiert, kann das sein? Das ist richtig, vor allem war es damals so. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Damals ist aber auch mein Fokus eher bei den Ballungsgebieten der gewesen, was kann man da kaufen, was gibt es da an Besonderheiten, die man sonst in Europa oder woanders eben nicht kriegt. Und ich bin eher da ein Frühaufsteher. Das heißt, bei mir zählen dann eher so Handel, Shoppen, Essen und weniger Nightlife oder Party oder sowas, sondern eher so das, was man wirklich am Morgen sieht. Märkte, Läden, Handel und Verkauf, sowas. Mhm. Ja, okay. Und welche Läden oder welches Kaufbare, was man in Europa nicht so kriegt, ist dir da besonders ins Auge gefallen? Ich gehe dann davon natürlich aus, dass es auch diese Computer- oder Hardware-Store-Läden sind, die es in Taiwan, ich erwähne Nova, die Kette gibt's glaube ich kaum noch, aber halt wirklich diese Hardware-Computer-Store-Läden, die waren immer dein Magnet sozusagen. Ja, natürlich braucht man auch erstmal, wenn man sich eine Stadt erwandern will, irgendeinen Ankerpunkt, wo man sagt, okay, ich gehe jetzt mal davon aus oder ich setze mir das mal als Ziel, um mich auch selber ein bisschen ein Bild zu verschaffen. Jetzt abhängig von meinem Hobby. Also wenn jetzt einer, sagen wir mal, kulinarisch unterwegs ist, dann sollte er sich ein Restaurant aussuchen. Oder in meinem Fall ist es, da ich jetzt, was ja relativ gängig ist, Elektronik und Computer interessiert bin, ist es jetzt vielleicht eine größere Computer-Mall in der entsprechenden Stadt. Da ist jetzt Kaohsiung sicher vergleichbar mit Hsinchu oder Taipei gewesen. Es gibt auch Computer-Malls oder ich kann mich jetzt auch nicht mehr so ganz genau erinnern, wie viele oder auch nur eine. Und man kann da natürlich die entsprechenden Artikel bekommen. Im Großen und Ganzen vergleichbar mit dem Angebot in Europa bzw. gerade Deutschland. Aber das ein oder andere findet sich sicher für den Interessierten auch, was jetzt von dem Standardangebot in Europa abweicht und vielleicht auch interessant sein könnte. Und ganz besonders in deinem Fall interessant ist ja, das kennt wahrscheinlich nicht jeder, ein Laden, die hatte weitestgehend Sachen vom Tuxedo-Sam feilgeboten. Genau, also das wäre jetzt nicht die Kategorie Computer oder Elektronik, sondern eben diese die Merchandising-Artikel, alle möglichen Charaktere beinhalten. Wir reden hier von Merchandising-Artikeln, vor allem japanischer Prägung, ja, ne? Also genau. So Manga-Prägung, ja. Ja, da gab's und gibt es seit Jahrzehnten Hello Kitty, das wird auch jeder kennen, was schon in den 70er Jahren von der japanischen Firma Sanrio aus der Taufe gehoben wurde. Was vielleicht wenige wissen ist, dass es dazu auch ein Pendant eher für die, also nicht für das weibliche Publikum, sondern eher für Jungen im Kinderalter gab, das eben nicht eine Katze als Maskottchen hatte, sondern einen Pinguin. Mhm. Und dieser Pinguin hieß Tuxedo Sam. Diese Artikel sind gerade in Europa nicht wirklich richtig geflogen und diese Reihe wurde dann wieder eingestellt. Ich hatte auch nicht viel mit dem Zeug mehr zu tun, hatte auch mal auf eBay geguckt, ob es solche Merchandise-Artikel noch gibt. Selber hatte ich dabei nicht Glück, das mag sich in der Zwischenzeit geändert haben, aber was mir in Kaohsiung damals auffiel, war, dass es nämlich einen Merchandise-Artikel für diese Tuxedo-Sam-Artikel gegeben hat und da habe ich natürlich gleich ordentlich Zeug mitgenommen. Aus Nostalgiegründen schon wegen. Ja, ich kann ja auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen,
Du hattest damals eine ziemliche Pinguin-Affinität. Das war dein Lieblingstier im Kindesalter. Und da, damals hat sie auch der Tuxedo-Cebus angetan. Und aus Nostalgiegründen, das war jetzt eher zufällig, du hast nicht speziell danach gesucht, das lief dir so über den Weg, ein Laden mit Tuxedo-Sam-Artikeln. Ja. Okay, das ist aber speziell so für dich. Was hat Kaohsiung noch zu bieten? Man sagt ja auch, Kaohsiung ist so ein bisschen der Gegenentwurf zu Taipei. Nicht ganz so teuer, aber halt auch so die Annehmlichkeiten Taipeis, also zum Beispiel eine U-Bahn gibt's und mittlerweile auch eine Straßenbahn. Hast du die Bahn benutzt? Genau, diese Straßenbahn habe ich dann auch benutzt. Wie ich bereits sagte, man muss ja eine Stadt erwandern, man muss ja nicht unbedingt einen dedizierten Touristenbus dann chartern oder diese Touristenlinien nehmen. Es reicht auch aus, generell überirdische öffentliche Verkehrsmittel zu wählen. Damals war ein Viertel der jetzigen, also der geplanten Straßenbahnlinie fertig. Was für mich natürlich auch ein Anreiz war, diese Linie mal abzufahren und einfach rauszuschauen. Kann ich jedem empfehlen, einfach überirdisch mal schauen mit den ganz normalen öffentlichen Verkehrsmitteln und da auszusteigen, wo man was Interessantes sieht. Okay, diese Straßenbahn zeichnet sich auch durch eine Besonderheit aus, die eigentlich ziemlich cool ist. Sie hat keine Stromleitungen. Sie kommt ohne Stromleitungen aus. Zum Beispiel eine Straßenbahn, die jetzt in Taipei gebaut wurde. Es gibt da mittlerweile auch zwei Straßenbahnlinien, die brauchen immer noch Stromabnehmer, also Stromleitungen, die Straßenbahn während der ganzen Fahrt mit Strom speisen. Diese Straßenbahn braucht das nicht, was natürlich auch schon ziemlicher Vorteil ist. Man sieht ja auch diese ganzen Städte in Europa, die mit Straßenbahnleitungen vollgebaut sind. Nicht nur in Deutschland, Köln oder München, auch Zürich oder Basel und so weiter. Und das ist schon so eine Neuerung oder so was Besonderes, dass das halt auch noch platzsparend ist und weniger störanfällig, glaube ich. Aber das ist jetzt mal so, das kann man so nebenbei erwähnen. Diese Straßenbahnlinie ist mittlerweile zum Ring geschlossen worden und bietet halt jedem Neuankömmling in Kaohsiung dann erstmal so die Möglichkeit, die Stadt einfach mal gemütlich per Rundfahrt zu erkunden. Den Abschnitt, den du damals gewählt hattest, der damals fertig war, der ging vom Hafen dann weiter südlich runter bis zu einer großen Shopping Mall, auch am Ikea vorbei. Und da kamst du ja auch durch diese alten Lagerhallen oder durch dieses alte Hafengüterbahnhofsgebiet. Ja. Was ist dir da aufgefallen? Hast du da irgendwas Besonderes gesehen? Weil der hat nämlich was zu bieten. Ja, also zu dem Zeitpunkt war mir noch nicht bewusst, dass es sich so um eine Art Designer- bzw. Künstlerviertel handelt. Aber mir ist schon aufgefallen, dass eine Güterschüttgutanlage zu einer Fußgängerbrücke bzw. zu einem kleinen Industriedenkmal umfunktioniert wurde. Da waren auch ein paar Schienen, also primitivere Schienenwege verlegt, jetzt nicht für die Straßenbahn oder öffentliche Verkehrsmittel, sondern das schien nämlich noch für oder schien genutzt worden zu sein für den Güterverkehr. Und wie es heißt, ist daraus jetzt ein Kunstzentrum geworden. Ja, richtig. Also entlang dieser ganzen ehemaligen Lagerhallen und es war so ein Güterbahnhof, Endbahnhof, wo Waren abgeholt wurden oder Waren hingebracht zur Verschiffung. Und das ist mittlerweile umfunktioniert zu einem größten Künstlerareal. Da sind Skulpturen, da sind Graffitis, also legale Graffitis. Und darin kann man so ein bisschen flanieren. Es gibt sogar eine ganz kleine Eisenbahn, so eine Aufsitzeisenbahn für Kinder, die da so jetzt nicht im ganzen Gebiet rumfährt, aber da schon so ein paar Schlangenlinien um diese Lagerhallen fährt. Und als wir 6 oder 7 oder 8 waren, das hätte uns schon begeistert. Ja, also meine Tochter begeistert das auch. Und also das ist schon so ganz schön angelegt, schön gemacht. Also Kaohsiung hat sich so ein bisschen von einer Industriestadt mit sehr schlechter Luft, früher galt die Luft in Kaohsiung als notorisch schlecht, das hat sich ein bisschen gebessert, hat sich auch so ein bisschen zu einer durchgrünten und so ein bisschen lebenswerteren Stadt gemausert. Wo hast du denn überhaupt logiert in Kaohsiung? Das war ist ja überhaupt das Wahrzeichen der Stadt. Ja, mein Ziel war es dann natürlich, dann mal ein richtig bedeutendes Hotel auszuwählen. Und
bei der die Auswahl fiel dann gleich auf dieses Gebäude auf Stelzen, was anscheinend eine besondere Landmarke ist, bei dem ich dann auch gesehen habe, dass das als Hotel betrieben wird. Es handelt sich also um ein Hochhaus, das auf zwei Pfeilern seitlich dann einen zentralen Pfeiler in der Mitte hat. Das werdet ihr dann auch relativ schnell finden, wenn ihr dann im Internet nach Gauchung sucht oder nach bestimmten Landmarken. Und der mittlere zentrale Pfeiler wird als Hotel betrieben. Dieser Verbindungsbereich dazwischen, zwischen diesem Doppelpfeiler und dem zentralen Pfeiler, das ist der Rezeptionsbereich des Hotels beziehungsweise auch das Frühstücksrestaurant. Und der Turm, der dann in der Mitte ist, ist der Hotelbereich mit den Zimmern. Dieser Hotel hat dann im Inneren nochmal einen richtig tiefen Schacht, der richtig ehrfurchtgebietend ist. Man kann allerdings nicht wirklich rein oder runter gucken, weil der nämlich durch eine Glaswand vom Korridor getrennt ist. Aha, okay. Also dieses Gebäude ist nur Hotel oder gibt es auch Büros oder Wohngebäude, Wohnungen? Oder? Ich nehme an, ganz genau weiß ich das nicht, dass diese zwei Doppelpfeiler des unteren Gebäudeteils, dass die wahrscheinlich als Bürobereich genutzt wurden. Also ich war auch einmal in der Gegend da unterwegs und ich hatte das damals so als ein bisschen, lahm und leer empfunden. Klar, es war dieses Gebäude, aber drumherum gab es irgendwie jetzt nichts Besonderes, so, also Sehenswertes. Aber da muss man halt ein bisschen gehen, bis um da in bessere Bereiche von Gauchung zu kommen. Was ich an Gauchung ja sehr schätzte als Autofahrer, du hast das ja selbst als Fußgänger erkundet, aber als Autofahrer, die Straßen sind sehr viel breiter als in Taipei. Man hat sehr viel mehr Parkplatzraum, nicht solche engen Parkgaragen. Und es wird natürlich auch mehr gebrettert, also die Verkehrsmoral ist nicht ganz so gut wie in Taipei, aber sie bessert sich. Also als ich zuerst in Taiwan ankam, vor 25 Jahren, da war die Verkehrsmoral in allen Städten noch relativ schlecht, aber in Taipei hat es sich schon halbwegs gebessert und auch in Kaohsiung gibt es da Fortschritte. Trotzdem laden diese wirklich breiten Straßen dann auch immer so ein bisschen zum Rasen mit dem Scooter oder mit dem Auto ein. Du hast ja auch noch eine andere Besonderheit. Also man ist ja nicht weit vom Strand entfernt in Gauchung. Ja, ne? Genau. Die erste Adresse, die man jetzt anfährt, wenn man gar nicht weiß, was jetzt am Strand oder am Meer so los ist, ist natürlich dann die U-Bahn-Station, die dem Strand am nächsten liegt. Und das ist bei der Universität. Da bin ich dann ein bisschen durch die Gegend gelaufen, habe mir die Gegend angeschaut und bin dann auch relativ schnell dann am Meer gewesen, beziehungsweise an der Hafenzufahrt mit den Piers. Fand ich mal ganz, ganz nett, um dort eine Pause einzulegen und mir ein bisschen das Meer anzuschauen. Also da kann man auch sagen, diese Uni ist so ein bisschen berühmt dafür, dass sie praktisch direkt am Strand ist und für die, ich weiß nicht, ob das eine Elite-Uni ist, eine besondere Uni, also es gibt zum Beispiel Taida in Taipei, das ist so eine Elite-Uni, wenn du da graduiert hast, dann bist du etabliert. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dieser Uni steht, der Vorteil dieser Uni ist halt, dass man sich nach der Vorlesung oder zwischen zwei Vorlesungen dann auch mal gern am Strand da räkeln kann oder auch mal kurz durchs Meer schwimmen kann, wenn man es wagt. Und also ich hätte mal gern an dieser Uni studiert, aber also als ich nach Taiwan kam, wusste ich noch nicht, dass es eine Uni mit derartigen Erholungsmöglichkeiten gibt. Also Strand, wo wir auch bei Strand sind, das Klima in Kaohsiung. Du warst zu welcher Zeit da? Das muss irgendwie im November gewesen sein, aber das Klima ist natürlich eher tropisch. Eher heiß, weswegen ich dann auch eher so zwischen November und Februar zu solchen Touristenzielen hinfahre. Das mögen andere anders sehen. Die Vegetation ist auch entsprechend. Hierzu beispielhaft bin ich auch wieder zufällig in einen Park reingewandert. Im Norden von Kaohsiung gibt es den Banpingshan Park. Das ist ein Park, der für mich sogar eine relativ wilde Anmutung hatte oder fast Urwaldcharakter, aber eben mit strukturierten Wegen. Liegt an der U-Bahn, solltet ihr euch auch mal anschauen, fand ich auch ganz interessant.
Ja, also vom Klima in Kaohsiung. Ich kenne dich ja, du bist jetzt nicht so für dieses ganz heiße, tropische Klima gemacht. Ich auch nicht. Trotzdem als derzeitiger Wahl-Taipeher muss ich halt auch manchmal die Sommer in Taipei aushalten. Aber okay, die Hitzephase in Taipei, die reicht so würde ich mal sagen, von Juni ja bis Oktober. In Kaohsiung, wer also in Kaohsiung wohnen möchte, der muss sich auf eine Hitzephase von wirklich von März bis, ja, bis zum frühen November einstellen. Da hast du ja genau die richtige Zeit gewählt halt praktisch. Du hast November, Februar, ja, ich erinnere mich, du bist immer, wie oft warst du jetzt in Taiwan bei uns? 4-5 Mal bestimmt. Ja, oder? Sicher, locker. Ja. Und ich habe gemerkt, es waren immer halt so die kühleren Monate, da hast du es richtig gewählt, dieses mildere Klima. Es gibt Leute, die das schätzen und halt auch Leute, die damit nicht so zurechtkommen. Aber was ist noch eine Attraktion von Kaohsiung? Die Taiwaner lieben ja so ein bisschen das Venezianische, ja, also diese Grachten, sage ich, aber Grachten, das ist ja eher Holland, diese Gondolas und diese Kanäle und auch das hat Kaohsiung in gewissem Maße zu bieten. Es gibt da solche Kanalsysteme, die dann mit kitschigen, venezianisch aufbereiteten Motorbooten, die so ein bisschen gondolamäßig anmuten, befahrbar sind. Hast du das mal? Bist du so romantisch veranlagt, dass du die mal ausprobieren musstest? Nee, sie sind mir damals auch nicht so aufgefallen. Vielleicht war ich dann auch nicht an der richtigen Stelle. Wenn ich jetzt hier gerade durch die Landkarte von Kaohsiung auf meinem Handy scrolle, dann sehe ich schon, dass da auch, also nicht nur die Hafenanlage, sondern auch kleinere Kanäle gibt. Aber da hatte ich jetzt auch kein großes Interesse nach. Ja, genau, ist verständlich. Ich musste es zwangsläufig ausprobieren, weil meine Frau ist einmal mit mir und Tochter halt einem Abendschein da irgendwie machen wollte, eine Bootsfahrt. Ich glaube, dieser Bootsfahrtsbetreiber rühmt sich, die zweitromantischste Kanalbootfahrtstour der Welt bieten zu können nach Venedig. Aber okay. Ja, okay, das kann ich nicht beurteilen und das ist wahrscheinlich auch relativ und nicht quantifizierbar, sondern wirklich sehr subjektiv. Ja, okay, also wer romantisch veranlagt ist, der sollte dann mal in Kaohsiung diese venezianischen Gondolas, was eigentlich Motorboote sind, keine Ruderboote und auch ziemlich groß, also Platz für bestimmt 20 Leute und nicht bloß 2-3 Personen bietet, der sollte die mal ausprobieren. Ansonsten gibt es halt, wie der Tino schon sagte, oder wie wir schon sagten, am Hafen mit der Straßenbahn eingebunden, diesen Kunstwerkpark. Einkaufsmöglichkeiten, also Shoppingmöglichkeiten gibt es in Taiwan sowieso genug. Also es gibt mehrere große Malls, aber ist jetzt nicht so, dass das die große Attraktion sein sollte. Und das Hafenbecken, der größte Hafen Taiwans. Also Jilong ist eine kleine Pfütze dagegen. Die Hafenkapazität von Kaohsiung ist da schon wesentlich größer. So, das kann man so zusammenfassend sagen. Ja, Tino, man könnte ja noch Stunden über dieses Thema reden, aber die Zeit wird jetzt auch wieder knapp. Ich bedanke mich für die Zeit, die du hier genommen hast für das Interview. Und ich wünsche allen deutschsprachigen, Taiwan-interessierten Hörern in der Welt noch einen schönen Tag und frohe Weihnachten und so weiter und ein frohes neues Jahr. Hast du noch was zu sagen, Tino? Da habe ich demnächst zuzufügen. Frohes neues Jahr und bis demnächst. Und tschüss.